Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Überblick über Nachhaltigkeit im Bauwesen. Mein Name ist Lela Šiće-Begović, ich bin Architektin und arbeite als BIM-Spezialistin bei Autodesk. Nachhaltigkeit ist ein sehr aktuelles Thema und ich werde erstmal ein paar Grundbegriffe und Initiativen erwähnen, um eine gute Basis zu schaffen. Noch 2015 wurden die 17 Sustainable Development Goals, also Ziele für nachhaltige Entwicklung, von den Vereinten Nationen verabschiedet. Diese Ziele betreffen alle Bereiche und Industrien. Bauprojekte werden von den meisten dieser Ziele zumindest tangiert, doch einige Ziele betreffen so gut wie jedes Projekt, allen voran natürlich die Maßnahmen zum Klimaschutz. Neben den Sustainable Development Goals gibt es auch das ESG-Bewertungsprinzip für Unternehmen, das aktuell in allen Bereichen und Industrien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aber nicht nur deswegen sollten uns diese Werte und die Umwelt wichtig sein. Wir alle kennen den direkten Zusammenhang zwischen dem weltweiten CO2-Ausstoß und dem Klimawandel, der kaum noch aufzuhalten, aber immerhin zu verlangsamen ist. Um dies zu erreichen, wurden im Rahmen des Klima- und Energiepakets der Europäischen Union Zielsetzungen für die Senkung der Treibhausgasemissionen formuliert. Alle EU-Staaten sind verpflichtet, nationale Klimaschutzgesetze und Strategien zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Es gibt bereits eine Reihe von Initiativen in allen Branchen, die die Erreichung dieser Ziele unterstützen und ermöglichen sollen. Welche Rolle spielt dabei die Bauindustrie? Studien zeigen, dass die Bauindustrie allein für 40% der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Diese werden dabei in die materialbezogenen oder rauen Emissionen, auf Englisch Embodied Carbon, sowie die Emissionen aus dem Gebäudebetrieb oder Operational Carbon unterteilt. Deren relativen Anteile sind allerdings nicht immer leicht zu benennen und variieren auch von Projekt zu Projekt. Durch den großen Erfolg der Initiativen der letzten Jahre haben sich die Emissionen aus dem Gebäudebetrieb, hier am Beispiel eines typischen Bürogebäudes, nach NF 2016 und nach dem Passivhausstandard von 60% auf 20% reduziert. Das bedeutet, dass die CO2-Neutralität im Bereich Gebäudebetrieb in greifbare Nähe gerückt ist und gleichzeitig die materialgebundenen Emissionen beim Neubau die größten Emissionen verursachen. Daher rückt der Fokus aktuell verstärkt in den Bereich der grauen Emissionen. Sieht man sich die grauen Emissionen, also den Embodied Carbon, näher an, wird schnell klar, dass der Hauptanteil zwar bis zur Fertigstellung verursacht wird, dennoch aber auch nach der Fertigstellung weitere 20% durch Wartung, Austausch oder Entsorgung anfallen. Das bedeutet auch, dass der Einsatz von höherwertigeren Materialien und vor allem wartungsarmer technischer Gebäudeausrüstung eine große Rolle bei der CO2-Bilanz spielt. Gesamtheitliche Ökobilanz stellt einen wichtigen Schritt Richtung ökologisch nachhaltiger Immobilienentwicklung und betrachtet dabei den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Die für das Gebäudeenergiegesetz relevante Betriebsphase ist somit nur ein kleiner Teil der Ökobilanz. Die Gebäudeökobilanz kann in allen Projektphasen mit unterschiedlichen Zielsetzungen angewendet werden. Die eigentliche Nachhaltigkeitszertifizierung erfolgt nach der Fertigstellung des Gebäudes und dient nicht nur als staatliches Gütesiegel für das Gebäude, sondern auch als Basis für diverse Förderungen, wie zum Beispiel die Bundesförderung für effiziente Gebäude in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum gibt es verschiedene staatlich anerkannte Zertifizierungsstellen, allen voran die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit ihrem DGNB-Zertifikat. Dieses Zertifikat wurde mit internationalem Fokus entwickelt und deckt alle Gebäudenutzungstypen ab. Daher wird es auch in einigen anderen europäischen Ländern, darunter auch in Österreich und teilweise in der Schweiz, eingesetzt. In Deutschland gibt es zusätzlich auch das vom Bauministerium entwickelte Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, welches für Bundesbauten vorgesehen war. Da die DGNB-Zertifizierung allerdings auch auf die Bundesbauten anwendbar ist und weitestgehend der BNB-Zertifizierung entspricht, wird das BNB-System im Alltag relativ wenig eingesetzt. Auf der internationalen Ebene gibt es natürlich auch noch weitere Zertifizierungssysteme. Am bekanntesten sind dabei LEED und BREEAM. In dieser Tabelle sehen Sie die Gegenüberstellung der genannten Systeme. Es wird sofort klar, dass das DGNB und das BNB-System dieselben Lebenszyklusphasen betrachten und sich nur bei der letzten Phase, den Gutschriften für die Wiederverwendung von Materialien, unterscheiden.
Keines der beiden Systeme berücksichtigt allerdings den CO2-Ausstoß für den Materialtransport, Einbau, Reparatur bzw. den Abbruch. Das umfassendste Zertifikat ist sicherlich LEED, welches bis auf wenige Ausnahmen alle Lebenszyklusphasen abdeckt. In der Praxis basiert die Berechnung allerdings oft noch auf Annahmen, da vor allem im TGA-Bereich verlässliche Werte fehlen. Aus diesem Grund können die Zertifizierungssysteme zwischen verschiedenen Ländern aktuell nur schwer miteinander verglichen werden. Aus der Sicht des Planers ist es natürlich besonders wichtig, die Optimierungspotenziale vom Anfang an im Blick zu haben und diese auch entsprechend auszunutzen. Später können viele Faktoren nicht mehr oder nur sehr schwer korrigiert werden. Die BIM-Arbeitsweise erleichtert dies allerdings erheblich und bietet auch frühzeitig Simulations- und Bewertungsmöglichkeiten. Zusätzlich hat das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung die Ökobilanzierungsplattform ELCA ins Leben gerufen, die die Lebenszyklusanalyse von Gebäuden in Zukunft noch weiter erleichtern soll. Die Plattform befindet sich aktuell noch im Beta-Status und bietet leider noch keine Anbindung an BIM-Systeme, aber immerhin die Möglichkeit, Excel-Bauteillisten zu importieren und auf der Basis dieser eine Nachhaltigkeitsbewertung des Gebäudes durchzuführen. BIM als ganzheitliche Planungsmethode bietet die beste Datengrundlage für die Lebenszyklusanalyse. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die in den Auftraggeberinformationsanforderungen formulierten BIM-Ziele auch die für die Lebenszyklusanalyse wichtigen Aspekte abdecken. Neben der durchgängigen Zusammenarbeit, die auch die Basis von BIM-Projekten bildet, sollte darauf geachtet werden, dass das Modell tatsächlich als Kommunikationsmittel und Single Source of Truth eingesetzt wird. Alle Bauteile, die nicht im Modell abgebildet sind, müssen später manuell erfasst werden und bilden somit eine mögliche Fehlerquelle. BIM-Modelle ermöglichen außerdem einen einfachen Variantenvergleich und Optimierung auf der Basis von verschiedenen Aspekten, die idealerweise auch frühzeitig mit Nutzern und dem Betreiber abgestimmt werden. Auf der Basis von BIM-Modellen können nach der Fertigstellung des Gebäudes digitale Zwillinge erstellt werden, die einen wichtigen Beitrag für den nachhaltigen Betrieb leisten. Mehr über die Anwendung der BIM-Methode im nachhaltigen Bauen finden Sie in dem hier gezeigten Buch, welches ich Ihnen auf jeden Fall wärmstens empfehlen möchte. Autodesk arbeitet aktuell an einigen Initiativen, um Sie mit unseren Planungswerkzeugen noch besser bei dem Thema Nachhaltigkeit zu unterstützen. Durch unsere enge Partnerschaft mit EC3, die wir auch in einem separaten Abschnitt dieser Präsentation näher vorstellen werden, versuchen wir, die Berechnung der grauen Emissionen zu automatisieren und zu erleichtern. Parallel entwickeln wir spezielle Werkzeuge im Rahmen der Autodesk Construction Cloud, die Sie bei der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Bauphase unterstützt. Zu guter Letzt bildet Autodesk Tandem eine BIM-fähige Digital Twin-Plattform, die eine einfache Kombination der BIM-Daten aus der Planung und der Echtzeitdaten aus dem Gebäudebetrieb ermöglicht. Sehen wir uns nun die Autodesk-Planungswerkzeuge an, die Sie schon heute dazu nutzen können, die Nachhaltigkeit Ihrer Bauvorhaben zu optimieren. Die Autodesk bietet als der einzige Softwarehersteller Werkzeuge für alle Planungsphasen und integriert die neuesten Technologien, um eine nachhaltigere Entwicklung, Planung, den Bau sowie den Betrieb von Gebäuden zu unterstützen. Sehen wir uns zunächst einmal an, welche Werkzeuge und Möglichkeiten wir in den frühen Projektentwicklungsphasen haben. Hier können bereits in frühesten Konzeptphasen Machine Learning und die künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um dem Planer direktes Feedback zu der geschätzten Nachhaltigkeit seiner Entwürfe zu liefern. Hier wird zum Beispiel anhand der Gebäudegeometrie, Ausrichtung sowie Gebäude- und Fassadentyps der Energieverbrauch abgeschätzt. Ähnliches ist natürlich auch für die materialbezogenen Emissionen möglich. Genau hier setzt unser neuestes Produkt an, Autodesk Forma. Sehen wir uns das kurz konkret an. Wenn Sie ein Forma-Projekt starten, wählen Sie zunächst den Standort sowie den Kartenausschnitt aus. Anschließend können Sie aus einer Reihe von frei verfügbaren sowie kostenpflichtigen Datenquellen auswählen. Je nach dem Standort kann diese Auswahl variieren. Anhand dieser Daten wird Ihr Umgebungsmodell generiert. Sie haben allerdings auch im Nachgang die Möglichkeit, zusätzliche Daten in das Modell zu laden. Die Modellierung in Forma erfolgt mit einfachen Werkzeugen und ist aktuell optimiert für den Wohnungsbau.
Durch einfache Änderung von Angaben, wie zum Beispiel Anzahl von Stockwerken oder Stockwerkshöhe, wird die 3D-Darstellung wie auch die Flächenauswertung automatisch angepasst. Erweiterte Werkzeuge ermöglichen Ihnen auch die Erstellung von komplexeren Geometrien. Wie bereits erwähnt, werden alle Flächen automatisch ausgewertet und nach der Nutzungsart aufgeschlüsselt. Da Forma in dieser ersten Version für den Wohnungsbau optimiert ist, können Sie auch einfache Wohnungsgrundrisse direkt skizzieren und diese auch auf alle ausgewählten Stockwerke übernehmen, um eine bessere Übersicht über Ihren Entwurf zu bekommen. Wohnbau erfordert in der Regel auch die Parkmöglichkeiten. Daher bietet Ihnen Forma auch für die Parkhausplanung einfache Werkzeuge, um den Parkplatzbedarf abschätzen zu können. Die große Stärke von Forma liegt allerdings in den zahlreichen Analysemöglichkeiten, die teilweise in Echtzeit oder zumindest innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt werden können, um einen einfachen Variantenvergleich zu ermöglichen. Dazu zählen Tageslicht, Sonneneinstrahlung, Wind sowie das Mikroklima, das die Behaglichkeit vor Ort anhand von Wind und Sonne darstellt. Bei jeder Änderung werden die Analysen automatisch aktualisiert, sodass Sie auch direkt Feedback zu allen Ihren Entwurfsentscheidungen bekommen. Viele dieser Auswertungen bieten Ihnen einen detaillierten Einblick in die spätere Situation vor Ort, wie hier zum Beispiel die gefühlte Temperatur. In der Planungsphase haben wir die grobe Entwicklung abgeschlossen und wissen, wie unser Gebäude grob aussieht. Dennoch haben wir auch hier noch viel Spielraum für die Nachhaltigkeitsthemen. Autodesk Revit bietet Ihnen die Möglichkeit, mithilfe von Generative Design Ihre Projekte nach den verschiedensten Aspekten zu optimieren und so die Nachhaltigkeitsziele in jeder Planungsphase einzubinden. Das Generative Design in Revit basiert auf Dynamo, dem Visual Scripting von Autodesk, mit dem Sie mithilfe von logischen Verknüpfungen Skripte erstellen können für die Automatisierung, Datenextraktion oder wie in diesem Fall für das Generative Design. Ein erfolgreiches Beispiel dieser Planungsmethode hat die Strabag Real Estate. Innerhalb kürzester Zeit können die Projektentwickler herausfinden, wie eine Fläche bestmöglich bebaut werden kann. Parameter wie die optimale Sonneneinstrahlung, der CO2-Fußabdruck oder die Anzahl der Wohnungseinheiten berücksichtigt das Tool bereits vom Anfang an. Autodesk Insight ist schon länger ein fester Bestandteil von Revit und ermöglicht die Abschätzung des Gesamtenergieverbrauchs des Gebäudes in allen Detaillierungsphasen. Autodesk Insight ist eine Cloud-Plattform, die zahlreiche Analysemöglichkeiten bietet. Revit-Nutzer haben direkten Zugriff auf die Werkzeuge und können diese in jeder Projektphase nutzen. Egal, ob Sie noch mit Körpermodellen arbeiten oder bereits ein detailliertes Modell haben. Die Insight-Werkzeuge unterstützen Sie bei der energetischen Bewertung Ihrer Planung und bieten Ihnen auch diverse Vergleichsmöglichkeiten an. Haben Sie zum Beispiel eine bestimmte Art von Verglasung oder Verschattung ausgewählt, können Sie über Insight andere Typen testen und die potenzielle Einsparung abschätzen, ohne dabei Ihr Modell zu verändern. Ebenso können Sie auswerten, welche Einsparungen zum Beispiel eine Drehung des Gebäudes mit sich bringen würde. Natürlich vorausgesetzt, dass es das Grundstück erlaubt. Im Rahmen der Autodesk Insight-Plattform wird aktuell ein neuer Dienst als technische Vorschau vorgestellt, die CO2-Analyse für die Abschätzung der materialbezogenen Emissionen in frühen Entwurfsphasen. Mit der CO2-Analyse können Sie Ihr Revit-Modell direkt an die Insight-Cloud-Plattform übergeben. Aktuell ist die Funktionalität der CO2-Analyse auf die Außenwände begrenzt. Das Ziel ist es jedoch, die komplette Gebäudehülle analysieren zu können. Im Fall der Wände werden natürlich alle Wandschichten inklusive ihrer Mengenangaben übernommen und Sie müssen nur noch die CO2-Werte zuweisen. Aktuell ist die CO2-Analyse an keine externe EPD-Plattform angebunden, sondern bietet eine kleine Auswahl von Materialien an, die Sie für Testzwecke nutzen können. Bei Bedarf
können Sie natürlich auch manuell eigene Materialien anlegen und den CO2-Äquivalenten eingeben. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine technische Vorschau, die Sie gerne testen können, und wir freuen uns an dieser Stelle auch sehr über Ihr Feedback. Die Revit CO2-Analyse ist aktuell allerdings nicht ganz ausgereift und hat auch nur die Auswertung der Gebäudehülle zum Ziel. Für viele von Ihnen wird dies vermutlich nicht ausreichend sein. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl von Drittanbieter-Plugins, die unsere offenen Schnittstellen nutzen, um die benötigten Daten für die Berechnung der grauen Emissionen zu extrahieren. Im Rahmen unserer Kooperation mit der Building Transparency möchten wir Ihnen an dieser Stelle auch das Tallycat Climate Action Tool, also kurz Tallycat, vorstellen, das eine sehr gute Revit-Integration hat und als eine bidirektionale Schnittstelle zum EC3-Tool von Building Transparency darstellt. Das EC3-Tool ist ein Embodied Carbon in Construction Calculator, der ursprünglich von Descanska entwickelt wurde. Mit dem Tallycat können Sie Ihr Revit-Modell mit der EC3-Plattform einfach synchronisieren. Der EC3-Rechner wird dabei automatisch in einem Browserfenster geöffnet und im Split-View dargestellt. Tallycat synchronisiert alle relevanten Gebäudekategorien und übernimmt zum Beispiel auch alle Wandschichten, sodass Sie in EC3 einfach die Materialdefinitionen zuweisen können. EC3 hat eine umfassende EPD-Datenbank, die zwar aus Nordamerika stammt, allerdings auch fast täglich wächst und immer mehr Umweltproduktdeklarationen aus Europa bzw. auch aus dem deutschsprachigen Raum enthält. So können wir zum Beispiel für unsere Gipskartonwand ein EPD von Knauf auswählen und dieses auch genauer überprüfen, bevor es endgültig zugewiesen wird. Bei der Zuweisung weist Sie der Rechner auch darauf hin, falls dasselbe Revit-Material auch in anderen Bauteilen vorkommt, und Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit, die EPD auf alle diese Bauteile anzuwenden. Eine große Stärke des Tallycat-Plugins ist sicherlich die Revit-Integration. Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Bauteil in EC3 auszuwählen und dieses anschließend in Revit anzuzeigen. So können Sie auch visuell überprüfen, welches Bauteil Sie gerade in EC3 bearbeiten. Die ausgewählten Bauteile können natürlich auch im Kontext angezeigt werden, und Sie haben auch die Möglichkeit, den Global Warming Potential anzuzeigen. Dieser wird anhand der Mittelwerte der aktuell in der EC3-Datenbank vorhandenen Materialien berechnet. Die Zuweisungen werden mit dem Revit-Projekt synchronisiert und sind hier ebenfalls über das Tallycat-Plugin einsehbar. So können Sie auch in Revit nachvollziehen, welche Zuweisungen in EC3 getroffen wurden. Zu guter Letzt bietet Ihnen Tallycat auch die Möglichkeit, ausgewählte Revit-Familien inklusive ihrer Zuweisungen zu speichern. Dabei wird ein Revit-Projekt angelegt, in dem sowohl die Systemfamilien wie auch die ladbaren Familien inklusive ihrer EC3-Definitionen abgespeichert werden. Diese Familien können ebenfalls über das Tallycat-Plugin in andere Projekte geladen werden, oder Sie können sie direkt in Ihre Revit-Projektvorlagen integrieren, sodass Sie das nächste Mal in EC3 alle bereits getätigten Zuweisungen automatisch vorfinden. Eine weitere Möglichkeit der integrierten Werkzeuge sind auch die Lichtstudien. Je nach dem Detaillierungsgrad des Projekts kann es sich dabei um einfache Tageslichtstudien halten oder bei Vorhandensein von Leuchtenfamilien mit entsprechenden Spezifikationen auch Kunstlichtstudien. Mit Hilfe vom Autodesk Rendering können Sie auch Illuminanzstudien erzeugen, die Ihnen einen noch genaueren Aufschluss über die Beleuchtungssituation im Raum geben. Auf diese Weise können verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten ausgewertet und optimiert werden. Erweiterte Tools für spezielle CFD-Analysen ermöglichen die Visualisierung von Luftströmen oder der Rauchentwicklung und können somit wesentlich auch zur Behaglichkeit im Gebäude beitragen, was wiederum den Bedarf nach zusätzlicher Heizung oder Kühlung reduzieren kann.
Nachhaltigkeit ist natürlich auch im Infrastrukturbereich wichtig. Neben einer CO2-Analyse ist hier beispielsweise das Wassermanagement hervorzuheben. Mithilfe vom Autodesk InfoWorks können im Rahmen der Planung umfangreiche Simulationen durchgeführt werden, um etwa die Leitungskapazitäten zu optimieren oder Flutszenarien zu analysieren. Während der Bauphase können wir ebenfalls viel zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Die Autodesk Construction Cloud unterstützt Sie bei der Lean Construction Methode, die es zum Ziel hat, Effizienz zu maximieren sowie die Verschwendung zu reduzieren, was natürlich eine große Rolle für die CO2-Emissionen während der Bauphase spielt. Mithilfe der CDE, der Common Data Environment, kann die Effizienz der Planungsteams sowie natürlich die Planungsqualität selbst erheblich gesteigert werden. Die integrierte Kollisionskontrolle sowie die Koordinationstools sind ausschlaggebend für die Reduzierung von Abfall. Die Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der Lean Construction Methode und hilft, kombiniert mit dem richtigen Monitoring, die Ressourcen zu optimieren, Engpässe und somit auch Leerlaufphasen vor Ort zu vermeiden, sowie natürlich auch die Sicherheit auf der Baustelle zu steigern. Über diese Themen wäre sicherlich noch viel mehr zu berichten. Kommen Sie sehr gerne auf uns zu für weitere Informationen zu Autodesk Construction Cloud. Auch im Betrieb ist es natürlich wichtig, Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Dies ist vor allem mit einem digitalen Zwilling möglich. Ein digitaler Zwilling ist im Grunde ein digitales Abbild des realen Gebäudes, inklusive aller betriebsrelevanten Informationen. Der digitale Zwilling erreicht dies durch die Kombination des BIM-Modells mit einer IoT-Plattform, die die Einbindung von Sensorendaten aus dem Gebäude ermöglicht. Kombiniert mit Wartungs- und Gebäudemanagementsystemen können so alle Aufgaben auf einer Plattform integriert und zugänglich gemacht werden. Bei einem digitalen Zwilling wird das Gebäudedatenmodell mit Sensoren vor Ort verknüpft und ermöglicht nicht nur ein Echtzeitmonitoring, sondern auch die vorausschauende Wartung, da etwa durch Strom- und Temperaturschwankungen von diversen Geräten Störfälle frühzeitig erkannt und behoben werden können. So kann der Gebäudebetrieb in all seinen Facetten optimiert werden, was nicht nur einen hohen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck hat, sondern natürlich auch auf die Betriebskosten. Abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar ausgewählte Beispiele von Autodesk-Kunden vorstellen, die ihre Nachhaltigkeitsziele mithilfe von Autodesk-Lösungen erreicht haben. Das Architekturbüro White Architects aus Schweden setzen die digitale Bestandserfassung mittels Punktwolken und nachfolgender Analyse ein, um das Recycling von Baumaterialien bei der Planung zu optimieren. Hierbei werden die Punktwolken zunächst in Autodesk Creek App erstellt und anschließend in Revit sowie in der Autodesk Construction Cloud bearbeitet. Das Recycling von Baumaterialien bietet eine sehr gute und einfache Möglichkeit, die CO2-Bilanz von Neubauten zu reduzieren und wird sicherlich zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Ein weiteres Beispiel ist Microsoft. Microsoft konnte bei der Renovierung seines Campusgeländes durch die konsequente Nutzung des EC3-Tools die grauen Emissionen um ganze 30% reduzieren. Dies trägt nicht nur wesentlich zum Nachhaltigkeitsimage des Unternehmens selbst bei, sondern steigert auch den Wert der Immobilie. Zu guter Letzt konnte Cemex, der global tätige Baustoffhersteller aus Mexiko, im Zuge der Pandemie durch eine enge Partnerschaft mit Autodesk seine Produktion nicht nur optimieren, sondern auch die Treibhausgasemissionen erheblich senken. Es gäbe noch viel mehr ähnliche Beispiele, aber ich glaube, diese drei Unternehmen beweisen bereits eindrucksvoll, dass Nachhaltigkeitsziele mit dem richtigen Technologiepartner erreicht werden können.